entschieden gegen Missstände aufstehen. Wir lesen Folgendes in Nehemia 13, Vers 7. Und als ich nach Jerusalem kam, merkte ich, dass es Unrecht war, was Eliaschib für Tobia getan hatte, als er ihm eine Kammer im Vorhof des Hauses Gottes gab. Eine Situation gewesen, der im einen, der durfte und sollte dort sein und er wollte dann seinem Verwandten da eine Gunst erweisen und hat dann Vetternwirtschaft betrieben und hat dann eben Vorteile da gebracht. Und nun könnte man sagen, na ja, ist doch Familie und so weiter, wollen wir uns mal nicht so aufregen. Aber als Nehemia wahrnimmt, das stimmt hier nicht ganz, das ist nicht in Ordnung, da merken wir, woran er sich orientiert, nämlich an dem Wort Gottes, an dem, was das Buch Mose in Ordnung auch vorgegeben hat. Und er merkte, das kann nicht sein, das ist nicht rechtens, dass da Vetternwirtschaft betrieben wird. Und wann immer wir in die Bibel schauen, gibt es immer wieder auch Dinge, wo wir feststellen, dass dann so bei der Familie Ausnahmen gemacht wurden. Eli zum Beispiel bei seinen Söhnen hatte da mal beide Augen zugedrückt. Wir sehen da auch bei David und seinem Sohn Abschalom. Und gibt es noch weitere Beispiele. Aber in dieser Weise sehen wir, dass der Mensch manchmal dazu neigt, zu sagen, na ja gut, politisch oder Familie oder eben auch gesellschaftlich wollen wir mal nicht so eng sehen, wir haben ja einen Vorteil darin. Aber Nehemia hat hier ein Feuer, eine Leidenschaft und sagt, die Missstände, da will ich entschieden gegen aufstehen. Ich will nicht faule Kompromisse eingehen und er reinigt dort den Tempel. Wir sehen es auch bei Jesus. Könnte doch sagen, naja, ist doch wichtig, dass die Wechsler und die Stuben da sind und dass das alles so seinen Gang geht. Aber Jesus will ins Zentrum. Er sagt, nein, das Haus Gottes ist ein Gebetshaus. Es ist ein Ort, der bestimmt ist zur Verherrlichung Gottes, zum Lobpreis, zum geistlichen Dienst. Und das haben sich Dinge verschoben. Und natürlich gibt es dann immer Gründe und immer Erklärungen. Aber wir müssen uns am Wort Gottes orientieren. Was ist richtig? Was ist der Missstand? Und der Heilige Geist will uns sicher dabei helfen, in dieser Weise nicht Kompromisse einzugehen, aufgrund von Beziehungen, aufgrund von Dingen, wo wir sagen, ist aber auch ein Vorteil drin. Nein, sondern dass wir wie Nehemia oder wie es auch Jesus getan hat, die Dinge an der Wurzel greifen. Nehemia ist ziemlich konsequent. Er nimmt das Mobiliar, er nimmt all das, was da in diesem Raum ist und er schmeißt es einfach raus. Sagt, nein, das darf hier nicht sein. Und er führt diesem Raum wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zu. Möchte uns fragen, wo ist es in unserem Leben vielleicht so, dass wir faule Kompromisse eingehen, Missstände sind, die wir dulden, die wir irgendwie für uns erklären. Auch in unseren Familien, in unserem Umfeld, wo wir sagen, naja, wollen wir es mal nicht so eng sehen. Ich glaube, wir müssen und dürfen nicht gesetzlich werden, aber da, wo der Heilige Geist seinen Finger drauf legt, wo wir erkennen durch das Wort Gottes, das ist nicht in Ordnung, dann sollten wir nicht Argumente finden, wie es Eli oder wie es auch David bei Absalom gefunden hat. Nein, sondern wir dürfen diese Dinge nicht entschulden, sondern müssen sie angehen. In aller Liebe und Herzlichkeit, aber auch in aller Konsequenz. Auch in der Gemeinde sollten wir darauf achten, dass Missstände durchaus auch benannt werden. In einer Art und Weise, so wie es Jesus sagt, wenn dein Bruder an Dingen, die nicht in Ordnung sind, scheitert, dann geh hin unter vier Augen, sprich es an. Und dann heißt es nicht, wenn er nicht einsieht, dann lässt es halt nein, dann geht dem weiter nach. Ich möchte uns ermutigen, nicht, dass wir jetzt zur Polizei werden, aber dass wir in einer Art und Weise, in einem Respekt und Ehrfurcht Gottes und seinem Wort gegenüber uns ausrichten und sagen, ich möchte entschieden gegen Missstände aufstehen, auch gesellschaftlich. Dürfen nicht wegschauen, sondern wir dürfen uns ausrichten und sagen, das ist das, was die Bibel uns sagt, das ist das Wort Gottes und in dieser Weise wollen wir entschieden ausgerichtet sein. Nehemia ist uns hier ein Vorbild. Ich wünsche uns, dass wir in dieser Weise konsequent in aller Liebe, aber auch in aller Klarheit unser Leben ausrichten und in dieser Weise auch da eintreten, entschieden zu sein, da wo wir merken, da stimmt etwas nicht. Gott segne euch von Herzen. Und wir sehen uns gerne wieder.